Ich grüße euch, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Unveil. Wir haben es lange nicht mehr gespielt und es ist mittlerweile einiges passiert. Es ist mittlerweile, ich meine, es ist released worden. Ja, es dürfte released sein. Und da mir das Spiel persönlich gefallen hat und euch das Spiel auch gefallen hat, wollte ich mir natürlich nicht die Blöße geben, es nicht zu zeigen. Es gibt einige neue Optionen. Customize. Wir können jetzt unseren Charakter. Oh, wir können es auch eine Frau spielen, aber nein, wir spielen einen Kerl, weil das sind wir. So, was für eine Frisur haben wir denn? Jetzt muss ich mal gucken, was es hier so gibt. Jetzt will man natürlich immer gucken, dass man so ein bisschen seinen eigenen Charakter macht. Geht aber jetzt ganz nicht so gut. Deswegen machen wir jetzt einfach mal rote Haare. Im Anzug. Ja, genau. Wir gehen im Anzug, wir sind im Anzug unterwegs. Und zwar im lilanen Anzug, weil wer kennt es nicht? Ja, mach mal. Gibt es hier Facial Hair oder so? Eye-Color? Naja, egal. So. Wir machen das. Wir sehen jetzt so aus. Was gibt es denn für Settings? Gibt es neue Settings? Nö, das sage ich immer. Man kann es jetzt mit Gamepad spielen. Ich habe jetzt mein Gamepad leider nicht angeschlossen. Lass mal so. Spielen wir mal. Okay, was ist hier neu? Szenarios? Ja, ist klar. Free Roam und Custom Szenarios. Gibt es denn Custom? Okay, ich habe keine Custom. Wir gucken einfach mal in die Szenarios. Auch einiges neu. Rehydration. Okay, Learn to Get Water. Das haben wir alles schon gemacht. Das Fischen, genau, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, unser letztes. Genau, wir hatten Leafy Time. Gibt es denn hier Descent? Struck on the top of the mind. Ich glaube, das gab es schon mal. Das, wo wir unten vom Berg runter müssen. Und was ist das hier? Many small islands by the interconnect region. Scattered. Ich glaube, das gab es auch schon. Was haben wir hier? Desolation, ultimate challenge. In the middle of nowhere. Das kann man, glaube ich, noch gar nicht. Ist auch noch locked. Müssen eigentlich das hier oder das hier machen, ne? Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Vielleicht sollten wir erstmal hier das hier machen. Kann man bestimmt was freispielen. Spielen wir das hier. Und schauen erstmal, dass wir hier wieder reinkommen. Wir natürlich mit unserem Anzug. So. Learn to get water in various ways. Dig holes, drink, risky. Oh, es gibt mittlerweile auch Tipps. Okay, gut. Wir müssen natürlich alles aufheben, was wir können. I could climb this. Ja, sollten wir vielleicht gleich tun. Ja, sollten wir vielleicht jetzt definitiv tun. Climb up. So, was wir definitiv machen ist... Neben den... Wir müssen das... Ich glaube, es geht nämlich darum wieder, dass... Oh, die Zeit bleibt jetzt stehen im Crafting. Oh, das ist angenehm. Okay, warte mal. Ah, nein. Ah, ich muss mich erstmal wieder an das gewöhnen. So. Energy. Okay, nur Energy. Na gut, Energy brauche ich jetzt erstmal nicht. Was wir definitiv brauchen ist... Genug Essen... Wir nehmen einfach alles mit. Warte mal, wir müssen das mal schauen. Gibt es ein Animals in the Sarah? But we can fish. Okay, das ist immer gut. Was ist das denn? Das ist neu. Herbs. Das ist definitiv neu. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Demnach werden wir hier eine Climbing Vine bauen. Um da dran zu kommen. Und hier werden wir das wahrscheinlich auch machen. Weil die Beeren, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist auch das... Das sollte man auch machen. Okay, wir brauchen Wasser. Gut, wir können kein Wasser trinken. Das dachte ich mir nämlich. Ah, das heißt, wir werden jetzt hier mal so ein paar... Diggen, genau. Wir brauchen sowieso... was bist du? Big Leaves. Ah, damit können wir... Damit können wir ja auch diese komischen... Na, wie heißt es hier? Dinger bauen. Womit wir Wasser extrahieren können aus der Luft. Genau, die müssen wir alle mitnehmen, weil damit können wir die nämlich bauen. So, drei Löcher. Das reicht erstmal. Schade, dass wir kein Dings kriegen dadurch. Naja. Aber ich glaube, was wir definitiv machen sollten, ist, wir essen... Schon mal so ein paar Dinge. Haben wir jetzt ein paar... Genau, wir essen die jetzt schon mal. So.
Und beginnen jetzt hier mal. Genau, wir extracten Loot und wir planten diese Pflanzen. Ja, ich weiß, wir sollten das eigentlich... Oh, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Plant. So, ich glaube nämlich, dass wir ein bisschen Probleme kriegen werden. Zack. Mit dem Essen. Außerdem brauchen wir ja die Würmer. Ah, nee, ich drücke aber... Ach, scheiße. Na, egal. Das muss erstmal reichen. Da oben sind noch mehr Twigs. Und Steine. Hä, wie kommt man denn da hoch? Ach, man könnte da hoch. Ah. Kokosnüsse. Sehr wichtig. Die brauche ich. Kann ich hier auch schon Climbing Vial? Ich mache das einfach mal. Ich muss Zugang zu allem haben. Die nehme ich alle mit, weil wenn ich die alle knacke, kann ich die alle aufstellen. Dark soon. Es geht doch noch ein bisschen. So, wir gehen jetzt erstmal hier rund. Oh, da sind jede Menge Pflanzen, ey. Ich brauche das ganze Zeug für das Wasser. Ihr denkt euch jetzt, boah, der sammelt jetzt einfach alles auf, das kostet ihn noch Energie. Ja, das tut es wirklich. Sonst stelle ich mich nämlich hier drunter. Und jetzt fange ich mal an zu craften. So, damit kann ich nämlich hier diese. Oh, die sehen aber ein bisschen anders aus. Erstmal muss ich eine Coconut craften. Sharp Stone. Car Crack Opens. Sehr gut. Damit... Nein, ich will nicht schlafen. Ich bin immer noch gewöhnt, das alles super schnell zu machen. So. Crack Open Object. Sehr, sehr gut. Die Kokosnüsse. Crack Open Object. Die ganzen Kokosnüsse nehme ich jetzt. Kann ich eigentlich schon mal trinken? Genau. Da kann ich auch schon mal essen. Weil hier habe ich jetzt nämlich Half Coconuts. Und damit kann ich jetzt... Make Seawater Potable. Requires Sun Exposures. Seawater Potable. Was brauche ich denn dafür noch? Oh, noch ein Stock. Okay. Noch ein? Ach, eine Wein noch. Ist hier noch irgendwo eine Wein? Oh, keine Wein. Shit. Naja, gut, ich... Ah, das mache ich noch. Ich warte, glaube ich, noch auf die Wein. Ich habe ja hier... Dick. Komm, wir machen hier nochmal. Oh, it's get dark soon. Das heißt, wir sollten uns schnell hier drunter verziehen. Müssen uns natürlich auch ein Lagerfeuer... irgendwie machen. Habe ich hier überhaupt... Warte mal. Setup new. Oh, was ist... Ein Sandcastle. Das ist ja lächerlich. Aber okay. Ist nicht schlimm. Place hier. So, line up. Ich hoffe mal einfach, dass... Wir pusten da ein bisschen Wind, so. Werfen noch einen Stock da rein, so. Und jetzt können wir, glaube ich, schlafen, ne? Oh, das ist auch neu. Das sieht auch neu aus. 5 Stunden geschlafen, das ist eigentlich gut. The fire is going off, dann werfen wir noch ein bisschen was rein. Schlafen noch mal ein bisschen. Ah, 5 Uhr morgens, guck mal, sind wir noch ausgeruht. Ha, guck mal, wir sind komplett ausgeruht. Sehr geil. Wir können hier richtig schön trinken. Das ist gut. Okay, es beginnt sehr gut für uns. Wir trinken direkt alles aus. Und wir sollten eventuell... noch mehr dieser Löcher machen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir nämlich damit auch unsere Kokosnüsse befüllen können. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch die Pflanzen wässern. Ich brauche
jetzt eigentlich diese Weins, ne? Das ist zwar alles nett hier. Eigentlich brauche ich die Weins. Gucken, habe ich noch ein paar Kokosnüsse? Crack open. Ja, ich habe tatsächlich noch Kokosnüsse. Aber die lasse ich noch. Okay, ich laufe mal langsam. Ist ja egal, wir haben ja Zeit. Wir müssen ja eh warten, bis da eine Wein irgendwo kommt. Okay, hier ist nichts. Wir könnten aber mal schauen, ob wir daraus eine Angel bauen können. Da brauchen wir definitiv eine Wein immer, ne? Ja, gut. Rain, Sun, Heat. Brauchen wir immer die Weins für. I'm hungry? Hey, das geht doch noch. Also, was du da hast, das ist nicht hungry. Ich hoffe, es regnet ja mal. Wenn es regnet, wäre es mega geil. Dann könnte man nämlich richtig schön hier so die Kuh. Ich könnte die eigentlich mal dahinstellen. Da, also hier, die kann ich schon mal dahinstellen. Place hier. Genau, die stelle ich schon mal dahin. Falls es wirklich regnen sollte, was ich natürlich persönlich hoffe, dann können wir einiges rausholen. Ich weiß nicht, was das ist. Also dieses hier, das hier. Seawater Potable. Bauen wir das mal. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Wir baden jetzt erstmal. The soil is dry. I hope it rains soon. The refilled salt water. Wir nehmen das mal. Und stellen das jetzt mal dahin. Gucken, was passiert. Ist hier irgendwo eine Wein? Ne, keine Wein, aber es ist 29 Grad. Also mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen uns hier im Schatten verziehen. Aber wir können mal ein paar Beeren. Oh, das essen wir mal auch und wir trinken mal wieder was. Puh, 30 Grad. Da hätte ich keinen Bock. Da hätte ich definitiv keinen Bock. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, weil das ist neu. Oh. Oh, nice. Wir machen das mal. Wir füllen das mal ab. Pick up. Das ist geil. Okay, das funktioniert sehr gut sogar. Vielleicht sollte ich davon noch mehr bauen. Baue mal mehr davon. Ich baue mal definitiv mehr davon. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, okay, dann stellen wir das hier hin. 100% Salzwasser. Okay, oben ist immer noch keine Wein, aber es sind da Herbs. Na, die Herbs brauche ich nicht. Was machen die Herbs eigentlich? Was können die eigentlich? Used to making coconut soup by a campfire. Okay. Hier ist immer noch keine Wein. Refill. Ja, jetzt ist. Okay, man muss also immer aufheben und wieder hinstellen. Aber besser als gar nichts. So kann man wenigstens Heat Exposure, Refill, so kann ich wenigstens die Sachen aufheben. Es kostet ja nichts. Und ich hoffe, es regnet. Nein, ich hoffe, es regnet jetzt. Oh, mal in der Zwischenzeit ein Bad nehmen. Ein bisschen runterkühle. Die Sache ist aber auch die, dass mir gleich das Essen ausgeht, wenn ich nicht. Ich kümmere mich jetzt hier um die ganze Zeit um mein. Ich brauche eine Wein. Ich brauche. Oh, da ist eine Wein. Da ist eine Wein. Da ist eine Wein. Und das brauche ich jetzt zum Angeln. So gerne ich das eigentlich nehmen würde für. Ja,
Ich brauche eine Angel. Ich brauche definitiv eine Angel, weil mir geht nämlich mein Essen langsam aus. So, es ist gerade mal 2 Uhr. Das passt, das passt, das passt. So, genau. Hier nochmal nachfüllen. Naja, wir trinken es direkt. Ist das andere voll? So. Starting to feel hot. Ja, das denke ich mir. So, place here. Und wir fangen jetzt einfach mal an zu fischen. Wir nehmen damit. Und fangen an zu fischen. So, haben sie irgendwas am Fischen getan? Man konnte doch irgendwie. Ach so, konnte man die Zeit erhöhen. Okay. Wie war das nochmal? Okay. Jetzt muss ich den Fisch helfen. Und raus mit dir. So, und jetzt kann ich nämlich damit fischen. Und mir einen dickeren Fisch fangen. Genau, so war das. So. Und reel. Noch ein bisschen warten. Und reel. Na komm. Und noch ein bisschen. Einmal noch will ich. Ja. Oh nein. Okay. Ah, es ist gerade mal 5 Uhr. Geht. Da ist er. Zack. Okay, die Fischhaut hat jetzt ganz schön gelitten. Aber das macht nichts. So, Hook Progress. Gut, daran haben sie nichts geändert. Das hat sich. Das ist immer noch so. Hook. Ah, nice. Da habe ich es doch. Und ich habe einiges. Pick up. Ich nehme das hier. Place Inventory. Wie lange muss ich da eigentlich durchhalten? The third evening. Oh, das geht doch. Drink. Das geht doch klar. Das geht doch voll klar. So, jetzt mache ich hier Throw at Fire. Da schmeiße ich jetzt. Ja, gut. Da machen wir mal 2 davon und einen davon rein. Zack, leidet ab. Fü, fü, fü. Ich glaube, das war dumm, was ich getan habe, weil ich kann nämlich jetzt nichts. Shit. Naja, gut. Aber ich glaube, ich habe ja sowieso noch. Genau, ich habe noch ein bisschen was zu essen. Und das reicht ja noch. Genau. Das kann ich eigentlich machen. Ich kann eigentlich jetzt ein bisschen, ja, im Dunkeln. Oh, da sind wieder die Pflanze, die Beeren. Ja, dann kann ich ja noch ein bisschen schlafen. Okay. 2 Stunden nur. Fire is going off. Genau. Schmeiße ich ein bisschen was rein. Machen wir mal davon noch ein paar. Ah, die Herbs. Scheiß drauf. Die brauchen wir nicht. Hauptsache, wir können noch ein bisschen schlafen. Schlafen wir noch ein bisschen. Hoffen, dass es reicht, bis es hell wird. 1 Uhr morgens. Können wir noch irgendwas da reinschmeißen? Ich will nicht die Angel da reinschmeißen. Das ist blöd. Naja, müssen wir halt so schlafen. Eigentlich dürfte es doch passen, weil. Ich meine, warm. Kalt ist es ja nicht. Ah, okay. Super. Ich fühle mich so gut wie neu. Ich habe noch nicht genug Durst. Hier müsste eigentlich Wasser drin sein. Ja, nice. Trinken wir. Genug Beeren sind wieder dabei. Ach, da oben ist auch noch eine Wein. Und guck mal, die sind ja sogar gewachsen, die Pflanzen. Klasse. Ah, können wir schön trinken. Guck mal, Intermediate, das ist eigentlich relativ einfach jetzt bisher. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welchen Tag wir haben. Aber gehen jetzt hier runter und wo stelle ich jetzt? Fischen müssen wir eigentlich noch mal, ne? Fischen wir noch mal, komm. Wir fischen noch mal. Müssen ja noch ein bisschen überleben. Aber wir haben ja noch einen Fisch, ne? Okay. Ja, egal, das passt schon. Zack.
Und jetzt, wenn er einigermaßen lebend, können wir ihn rausziehen. Jawohl. Jetzt mit dem Kleinen nochmal fischen, weil wir wollen ja was. Oh, reelen. Wir wollen ja was Ordentliches haben. 100% of chance. Okay, das heißt, beim nächsten Mal bricht uns definitiv die. Jetzt müssen wir auf die Tension achten. Jetzt müssen wir auf die Tension achten. Und dann, wenn die Tension noch einmal hoch geht, gehen wir mal hoch. Nicht? Okay. Ah, our rod broke. Okay, aber das macht nichts. Ist jetzt. Oh, noch eine Vine. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir gehen immer noch langsam, weil wir immer noch die Kokosnuss voll Wasser haben. Aber das mit dem Wasser. Und noch mehr Kokosnüsse da unten. Das mit dem Wasser reicht eigentlich. Warte mal, wer. Essen jetzt nochmal die drei Früchte. Wir sind schon Tag 3, ne? Ja, Tag 3. Das heißt, wir müssen quasi nur noch diesen Tag aushalten. Nimm die mal auf. Die auch. Könnten die eigentlich nochmal aufbrechen. Crack open. No. Nein, falsch. So, so, so. 20, 20. Ah. Das reicht. Das müsste eigentlich an reiner Energie reichen. Aber man sieht jetzt auch endlich unten an den Zahlen, beziehungsweise nicht an den Zahlen, sondern an dem Energie- und an dem Tropfensymbol neben der Temperatur, wie viel man davon verbraucht. Glaube ich. Also ob man jetzt viel verbraucht oder wenig, schätze ich mal. Dass es das heißt. Aber das mit dem. Mit diesem Wasserbad oder mit der Sonnenenergie. Das hält ja. Funktioniert ja besser als man braucht. Aber es ist immer noch so in dem Spiel, dass man immer noch extrem viel gleichzeitig machen kann. Es ist ein bisschen weniger Random-Faktor drin. Das finde ich schon mal gut. Oh. Es regnet. Das ist doch ein Regen. Das ist doch ein Regen. Jawohl, it's starting to. Na, okay, ich habe definitiv kein Wasserproblem mehr. Das wird definitiv kein Wasserproblem mehr. So, wir stellen das dir hin. Ah, angenehm. Einzige Probleme, die wir jetzt eventuell haben, wird mit dem Essen noch. Aber ich muss ja nur noch bis abends aushalten. Und dann passt das. So viel kann das doch gar nicht mehr sein. Es blitzt. Bloß nicht vom Blitz getroffen werden. Das wäre es jetzt noch. Und kurz vor Schluss so. Ah, Ende. Tut mir leid, Sie haben verkackt. Nee, es müsste jetzt passen. Wir haben so viel Getränke. Jetzt regnet es. Filled with water drink. Ach, guck mal hier. Komplett voll. Komplett voll. Da soll doch mal einer sagen hier. Pah. Easy. Jetzt werfe ich noch ein bisschen was ins Feuer. So, light up. Genau, damit wir noch ein bisschen was gucken können. Genau das und das ergibt ein. Guckt Big Fish. Wie viel Energie gibt der? 46, siehst du, den können wir dann noch essen. Und dann heißt es nur noch hoffentlich aussitzen. Was sagen denn die Pflanzen? Die Pflanzen? Oh, das war's schon. Aber ihr müsstet eigentlich gut hydriert. Seid überhaupt nicht hydriert. Ja, okay, das war natürlich jetzt auch nur ein kleiner Schauer. Aber eigentlich müsste das reichen. Ja, ich mach mal. Beschleunige mal das Ganze. Wenn ich mich kaum bewege, müsste es doch eigentlich reichen.
Jawohl, und da haben wir's. Das war ja einfacher als erwartet. So, was kriege ich dafür? There's more. Mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Tokens benutzt. Okay. Naja, wie dem auch sei. Die Challenge haben wir geschafft. Wenn es euch gefallen hat, Unveil, wenn ihr mehr von Unveil wie immer sehen wollt, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Noch richtig Kohle rausholen können. Aber nicht will, ich habe 8000. Vater, was habe ich? Nasty Lur. Boah, was auch immer du.